Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft, wie man natürlich sieht. Ich nehme heute wieder auf, weil mir geht's, na, noch nicht besser, aber ich muss wieder Minecraft, weil eine Woche kein Minecraft, das ist nicht gut, deswegen nehme ich wieder auf, damit ihr auch wieder ein paar Folgen bekommt. Ihr wartet schließlich auch einige, das weiß ich, deswegen mache ich auch wieder. Optifine ist immer noch drinne. Ja. Ich mache auch jetzt Thumbnails für Minecraft. Mache ich jetzt auch. Ich mache jetzt auch 12-Minuten-Parts. Also sag Hallo und verabschiede mich. Nicht mehr, nehme die ganze Zeit auf und schneide das dann irgendwie zusammen. Wo ich nicht Tschüss sage, finde ich nicht mehr so toll. Und, ja, ich hoffe, ihr freut euch, dass ich mal wieder eine neue Folge aufnehme. Und da müssen wir jetzt erstmal ernten. Oha, ohne Ende ernten müssen wir. Und dann müssen wir auch gleich wieder pflanzen, oder? Ja. Sehr ertragreich, diese Farm, muss ich schon sagen. Wie viel haben wir? 41 Weizen, 10 Samen. Ach so, 64. Ja, er wollte nicht. Hab mich gerade schon gewundert. So. Eben wieder alles schön bepflanzen. So und so. Und so. Ja, auch noch. So, gut. Fertig. Die Farm ist wieder wunderschön bepflanzt und wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir müssen noch Kühe fangen, das weiß ich. Gucken. Nee, oder? Da wollte ich gar nicht hin. Wir müssen noch unser Lager ausbauen. Wir brauchen Kühe für Leder. Wir brauchen noch Diamanten für ein Enchantment Table. Wir brauchen noch bisschen Lava, um Höllenportal gießen zu können. Wir haben noch einiges vor, aber erstmal würde ich sagen, oh, hier sind noch Überreste. Ich will jetzt Diamanten finden. Ich bin jetzt echt Diamanten geil gerade. Okay, gut. Ich bin echt scharf jetzt auf Diamanten. Die brauchen wir auch unbedingt. Gut, dann gehen wir hier mal runter. Hier irgendwo ist doch mal ein Weg. Ich habe mir auch hier irgendwo einen Weg gebaut. Ob ich mir denn mal einen schönen Weg gebaut? Hm? Warum finde ich meinen Weg nie? Okay, dann müssen wir den mal suchen. Der müsste ja hier oben irgendwo sein. Hallo, Weg? Hier ist er. Oder? Ja. Ach, hier ist die Einstieg. Ja, das muss ich besser machen. Aber okay, erstmal runter geht's. Autsch. So, autsch. Geht's hier runter? Nein, hier geht's nicht auf Tauchstation. Da muss es da hinten sein. Wo habe ich mir denn meine eigene Mine gegraben? Nee, 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 nicht so weit weglaufen. Jetzt bin ich ein bisschen orientierungslos gerade. Ich muss mich mal eben konzentrieren. Redstone-Fackeln wollte ich mitnehmen, um mir den Wege richtig stecken zu können. Aber ich hatte doch hier irgendwo eine Mine in der Nähe, oder? Ja. Letztes Mal gegraben. Okay, da will ich nicht runterfallen. Ah! Wow! Hä, was ist das denn gewesen? Alter, habe ich mich erschrocken. Entschuldige, Leute, aber irgendwie habe ich gerade in der Wand festgehangen oder so. Also ich habe mich gerade richtig erschrocken. Ich dachte schon, wow, Hilfe. Die Wand ist vor Angriff lustig. Alter Schwede. Also, liebe Minecraft-Fans, passt auf Wände auf. Die sind sehr angriffslustig und machen schön Schaden. Frag mich nicht warum, aber ihr habt's ja gesehen, so.
Hier haben wir unsere ja, Löcher gehabt, oder? Müssen wir noch tiefer? Wir haben hier Redstone gefunden. Dann arbeiten wir uns hier weiter, dann. Ah, noch mehr Redstone. Wenn man vom Teufel spricht. Oh, gut. Aber ich will nicht so tief, aber warte, wenn hier Redstone gibt, okay, gut. Gut. Und bleiben wir auf dieser Ebene hier so ungefähr. Diamanten müssten es ja auch hier irgendwo in der Nähe geben. Ich hoffe es endlich mal, damit wir uns mal bessere Sachen bauen können. Och komm. Wo seid ihr denn, Diamanten? Diamanten, Diamanten, ich will sie alle haben. Lalala, lalala. So. Na gut, genug Spitzhacken haben wir uns ja mitgenommen. Können wir auch mal ein bisschen auf Expedition gehen. Ach komm. Ich hab schon wieder Fackeln nicht dabei. Ich habe wieder beinahe alles dabei, außer Fackeln. Aber ich habe genügend Holz. Notdürftig kann ich mir schnell mal was bauen. Das ist ja nicht gerade das Problem. Ich habe ja Gott sei Dank immer genügend Material dabei. Aber eben mal hier so machen. Komm. Ich will dich haben, Kohle. Geht doch. So. Ganz einfach und notbedürftig ein paar Fackeln bauen. Ich habe ja genügend Sachen dabei. Ich glaube, ich habe schon wieder da zu viel dabei, aber diesmal habe ich genügend Holz. Dann kann ich mir theoretisch eine Kiste bauen, wenn ich zu viele Steine bekomme. Das ist schon ganz praktisch. Fackeln brauchen wir natürlich wegen Monster. Ich habe keinen Bock, dass da irgendwelche kommen. Graben wir uns mal weiter. Ich hoffe, das Glück verlässt uns nicht. Gut, und weiter geht's. Wir haben genügend Material dabei. Also wir können ein bisschen in der Mine ausharren, aber nicht so lange. Ich will nämlich auch wieder zurück ins Häuschen gerne. So. Na, Kohle. Kohle ist immer gut. Können wir. Und Redstone auch gut. Vorsichtig sein, nicht irgendwie, dass hier Lava oder sowas kam, weil es ist mir einmal passiert im Singleplayer. Habe ich einfach hochgegraben, weil da. Was war da? Ich glaube Eisen war und dann kam mir plötzlich so ein ganze Lava darunter. Deswegen passe ich jetzt ein bisschen besser auf. Da war ich auch abgelenkt, da hatte ich den Sound auch aus, sonst hätte ich die natürlich in der Nähe gehört, aber da war ich zu abgelenkt. Ich bin nicht gestorben, aber habe auch nur knapp überlegt. Ah, super Eisen. Das war so ein Erlebnis, das kann ich euch sagen. Eisen, Eisen, Steine, Steine. Noch mehr Eisen. Diamanten. Die sind irgendwie fehl am Platze, oder? Gibt's doch nicht. Ja, irgendwo müssen doch mal Diamanten sein. Hallo Diamanten, wo seid ihr? Habt ihr euch versteckt oder was? Ich bin auf der richtigen Ebene, oder? Also ich möchte das gerne mal überdenken, weil irgendwie glaube ich, laufe ich hier völlig falsch die ganze Zeit rum. So. Aber auch, oder? Ich weiß es nicht. Gucken wir mal. Hier irgendwo muss doch mal Diamanten kommen. Ich baue mich auch irgendwann mal hoch, weil. Vielleicht haben wir Glück und kriegen Kühe. Ich hoffe es so doll, dass wir Kühe irgendwo hier in der Nähe haben. Aber wir graben uns noch weiter. Und weiter. Und weiter. Und weiter. Und weiter. Noch mehr Eisen. Ach, wenn wir so viel Eisen. Wäre schön, wenn auch mal Diamanten da sein würden. Wie weit sind wir eigentlich schon? Boah.
So, ich muss mir bald eine andere Taktik ausdenken, weil ich glaube, so ist es nicht so wahrscheinlich, was zu finden. Aber Erde ist immer gut, weil wenn in der Nähe Erde ist, dann sind da auch manchmal gute Rohstoffe. Das habe ich nämlich gelernt, weil immer wo Erde ist, so in der Nähe, also ganz tief auf Ebene 13 oder 15, dann sind da auch in der Nähe die kostbaren Rohstoffe. Mann, wie lange dauert das denn noch? Ja, und kaputt. Und die nächste Steinhacke. Wir haben noch, ja, eine, oder? Ja, einer haben wir noch. Also zwei, aber die haben wir ja jetzt ein bisschen angebrochen, deswegen, ja, so ungefähr eine. Eine haben wir noch, eine haben wir noch. Noch sind wir nicht verloren. Ach, hier ist wieder Redstone. Ja, erst hatten wir kein Redstone, jetzt finden wir hier massenhaft Redstone. Das ist ja wieder lustig hier. Okay, gut. Und hier haben wir Gold. Oh mein Gott, wir haben Gold gefunden. Gold. Wir haben endlich Gold gefunden. Ich wollte gerade schon aufgeben, aber wir haben ein bisschen Gold gefunden. Wunderschön. Gold ist immer gut. Können wir uns schöne, nützliche Dinge draus bauen. Oh, wisst ihr was? Das Eisen, das können wir uns auch mal holen. Aber mit Gold kann man ja nicht viel anfangen, deswegen bin ich nicht so abbaut davon. Aber okay. Ist ein kleiner Anfang. Sagen wir mal so. Ich muss was snacken. Hier oben Brot habe ich noch. Schöne Brot. So, hier schön Stolle gegessen. Geht weiter geht's. So, Fackel ran. Was haben wir hier? Schon wieder Redstone. Ach, Redstone, du bist immer da, ne? Erst habe ich nichts gehabt und jetzt habe ich so mega viel. Okay. Ich will mich nicht beklagen, aber trotzdem. Diamanten wären auch schön. So, ich glaube, ich baue mich gleich mal hoch. Ich will mal gucken, wo ich bin. Vielleicht habe ich hier so eine richtig coole Landschaft oder sowas gefunden. Oder vielleicht auch Hexen. Wer weiß. Vielleicht haben wir auch einen Sumpf gefunden, wo Hexenhäuser sind. Und irgendwie ist mir das hier. Achso, ich dachte schon, dass irgendwie da eine Öffnung ist, aber okay. So, jetzt kommt schnell dieser Twig hier. Bump. Und. Na, ist egal. Und zack. Gut. Ja, und das nächste Mal werdet ihr sehen, wie es weitergeht. Und wir werden uns auch hochbauen. Das weiß ich. Das habe ich mir jetzt vorgenommen. Und bis dahin. Tschüss.